Also. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Sie tragen ihn. Sie heben ihn hoch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Das ist aber falsch. Wo hängst du denn gerade? Ei, normalerweise müsste der Lichtstrahl, wenn du im Stream reinguckst, genau andersrum sein. Pfad der Sterne. Der Missionar. Wo ist denn jetzt? Prüfung der Götter interessiert mich nicht. Innen und Außen, Wundermission. Wo habe ich denn? Hier. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz Jesus auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Das bedeutet, hier nimmt er das Dingsbums auf. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Das bedeutet, der Lichtstrahl, der nach links zeigt, müsste eigentlich jetzt in die andere Richtung zeigen. Wenn ich das Falsche nehme, macht's halt Aua. Warte mal, liegt es vielleicht da dran, wenn ich das... Nee. Aber warum war ich auf der anderen Seite? Gut, ich probiere es einfach mal drauf geschissen. Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht, dass es das Richtige ist. Ja, das ist das Falsche. Och, Mist! Ich weiß, ich kenne ja den Weg. Das Problem ist, wie kriege ich denn den Lichtstrahl auf die andere Seite? Ich muss auch irgendwie das große Kreuz hier drehen können. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Das ist schön und gut, aber... Wie bringe ich das Licht auf die andere Seite? Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Ich muss mit dem Lichtstrahl die Kreuzwegstation folgen. Aber ich kann den Lichtstrahl nicht auf die andere Seite bringen. Das ist doch doof. Zusammen mit Lopez hier. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Ich kann nur testen jetzt. Das hat irgendwas bewerkstelligt. Na gut. Ich will mir das gerne mal aufschreiben. Fall, dass ich millionenfach verrecke. Aha. Okay. Das bedeutet, das ist jetzt nach links. Außer es ist genau anders, umgekehrt. Aber ich bin mir sicher. Mist. Das war's nicht. Och, scheiße. Den Tod von Lara, der tut mir wirklich leid. Den werden wir aber jetzt noch öfters sehen.
Weil es ist jetzt wirklich Try and Error, weil irgendwie ist es komisch. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert. Frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Tja. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Ich glaube aber nicht, dass das Richtige ist. Er trägt das Kreuz. Das ist aber schlecht. Kann man das irgendwie skippen? Nein, kann man nicht. Scheiße. Boah. Puh. Also den ersten habe ich durch Zufall herausgefunden. Bei dem anderen... Ja, es ist schwierig. Ich habe eher so das Gefühl, dass der erste durch Zufall eigentlich genau der letzte Stationsweg ist. Stehen da die Mönche? Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus dem Pamphlet. So, nee. Ich probiere jetzt mal den hinteren. Und guck mal, ob der passt. Ja. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, auf die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Was zum... Er hat schon genug angerichtet. Okay. Wisst ihr euch? Ah, sind also doch nur zwei gewesen. Okay, gut, alles klar. Try and Error. Try and Error. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen, dann... Boom. Keine Zeugen. Dann bumm, was? Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Das bedeutet, wenn wir nicht würdig sind, werden wir verrückt. Wasser, ey. Och nee. Müssen wir uns aber beeilen.
Igitt. Bah. Ist mir schon klar, dass ich nicht mehr lange Luft habe. Aber wenn das so gescriptet ist, dann bringt mir das gar nichts. Oh, das ist schlecht. Ah, war doch knapp. Es war so klar. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Guckst du noch zu? Fick dich! Ich musste gerade leider nicht mit dem ausmachen, weil es bei mir geleckt hat im Spiel. Dann sind wir also, hier okay. Wohl fertig. Man ist hier nur noch diejenige, die guckt. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ich trau dem nicht. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Ich dachte, er hat sich selbst erschossen. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Lara, du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Ich hoffe, es passiert nicht das, was ich... Du lässt die Waffe fallen. Echt? Mädchen, das ist dumm. Es geht jetzt wieder ein bisschen Action ab. Ich mag zwar Rätsel hin und her, aber... Ja, Sir. Oh, die sind voll gepanzert. War das Rook? Der gerade eben? Mhm. Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Der spanische Jesuitenmissionar Andres Lopez, ein Mitglied von Trinity, wurde mit dem Auftrag entsandt, die Schatulle von Ixchel sicherzustellen, die sich angeblich in Paititi befand. Statt die Schatulle jedoch dem Hohen Rat von Trinity zu bringen, gestand er seinem alten Freund Sinchi Chica, dem Kaiser von Paititi und Vorfahren von Onoratu, seinen Diebstahl. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die Schatulle vor Trinity zu verstecken.
Lopez ging von Paititi aus nach Westen und gründete die Mission von San Juan. So. Er hinterließ eine bis nach Cozumel zurückreichende Spur aus Hinweisen, der Sinchi Chicas Nachkommen folgen sollten, wenn die Zeit gekommen wäre. Beruhigt. Während er die Mission und die tödlichen Gräber unter ihr erbaute, wurde Lopez' Verstand jedoch von den Kräften der Schatulle verdorben. Er kam zu der Überzeugung, nicht meistens daran, dass dann Firefox irgendwann anfängt, zu viel Speicher zu fressen. Verzehrt von den Kräften der Schatulle, allein in der Dunkelheit. Als kurz darauf ein Großteil der Bevölkerung Paititis einer Seuche zum Opfer fiel, starb auch Sinchi Chica und mit ihm das Wissen um die Spur aus Hinweisen, die zu der Schatulle führen. Gut, Schatulle haben wir ja jetzt. Nicht gerade viel Funkverkehr. Commander Rock? Haltet diesen Kanal frei. Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten. Die Lage ist unter Kontrolle. Nochmal, haltet diesen Kanal frei. Rock out. Oh, das wird jetzt interessant. Ja, die haben beide Sichtkontakt. Dafür bezahlen sie! Oh, Scheiße. Ich sieh mich lieber mal um. Sicher. Ausschwärmen. Waffen bereithalten. Ich begleite dich. Haltet die Augen auf. Das wäre ein guter Stand. Ach, Mann! Du bist allein! Was kannst du schon? Das wurde schon öfters gesagt. Noch einen besseren Winkel. Überhaupt noch nach. Muss ich spielen. Komm, Dino. Das mit dem Zielen, das müssen wir noch lernen, ne? Ja, es ist bei mir sowieso ein bisschen schwierig. Mit Controller ist immer ein bisschen schwieriger als mit Maus, aber da ich die Maus mit rechts bediene, aber Linkshänder bin, ist auch das ein bisschen. Von daher kann ich einfach nichts dagegen machen. Das lässt zwar auf der einen Seite auch ein bisschen automatisch im Alter so ein bisschen nach, aber durch diese diese Schwäche. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Schlammlöcher. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Oh, das war dumm von mir. Steinchen oder so werfen. Sie ist fein! War das ein Witz sein? Da! Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. So, was hat das damit auf sich? Okay, wo muss ich denn lang?
lang, okay. Ich will aber erstmal die Gegner nochmal looten. War jetzt vielleicht nicht ganz so die perfekte Situation. Hätte ich vielleicht anders da regeln können. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Rot markierte Feinde sind für andere sichtbar, gelbe sind isoliert. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Sie vergisst etwas und das bricht dir den Hals. Ja, ich vergesse etwas und das bricht mir natürlich den Hals. Ist natürlich. Ich hoffe, er ist okay. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Na kommt. Ach Mist! Tja, blöd gelaufen hier im Lümmel. War zwar jetzt nicht so das Geile, aber im Endeffekt hat es geklappt. Von daher will ich mich mal nicht beschweren. Stimmt, ich habe ja diese Kopfzielfähigkeit. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich will nicht zu dem Hubschrauber gehen. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerei. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Na toll. Nachtsichtpenner. Wir holen sie uns. Alles klar, aber trotzdem. Endlich geht's mal ein bisschen Action hier los. Na, ernsthaft, ich muss da irgendwie rüber. Aber wie? Kann er nicht durch das Tor springen oder irgendwas? Nein, muss natürlich erst innen hier durch. Gib mir die Schatulle! In Ordnung.
gut. Alles bestens. Ich trau dem Herrn nicht. Ich mag ihn nicht. Jonah! Ficker. Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weiter. Geh. Los, wir schaffen das. Alter, bricht ein Vulkan aus. Asche regnet. Alter, was war denn das für ein Sprung, ey? Holy! Moly! Broly! Ich weiß, dass du durch das... Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?